Champions League Viertelfinale, 4 Spiele im K.O.-System, also nur ein Spiel um die Wurst. Und das ist das erste am Mittwoch. Genau, Paris Saint-Germain gegen Atalanta Bergamo. Ja, das ist, als würde man sich einen Fernsehansager aus den 70er Jahren holen, der hier dieses Spiel ansagt. Ein paar mehr Informationen, mehr Emotionen vor allem. Ja, es ist so dreimal, finde ich, jetzt in der K.O.-Phase David gegen Goliath. Hier haben wir den David in Form d'Italiener, Atalanta, gegen Paris Saint-Germain, gegen unseren deutschen Trainer, den Tuchel, der ja ein bisschen Wettbewerbsnachteil hat, weil er die Liga abgebrochen hat oder wurde, besser gesagt. Sie hatten dann zwar ein Pokalfinale noch gewonnen, aber Atalanta steht schon im Saft. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Begründung, warum die Quoten so sind. So rein von den Spielern, rein von der Gruppenphase, da ist Paris für mich der deutlich höhere Favorit. Und dann noch vor allem, weil es ja auf neutralem Boden in Lissabon gespielt wird. Also nichts hier mit Heim- oder Auswärtsvorteil, Nachteil. Paris durch die Gruppe gefegt, ohne Niederlage, Real Madrid hinter sich gelassen, souverän gespielt. Also meine Prognose geht ja tatsächlich dahin, dass die kein Gegentor fangen werden, obwohl Atalanta bockstark in der Offensive ist. In der Champions League nicht ganz so, aber in der Liga haben sie, glaube ich, ordentlich eingeholzt. Mhm. Alec, was fällt dir zu dem Spiel ein? In erster Linie werfen wir dann noch gleich einen Blick auf die Quoten, aber du hast schon richtig gesagt, das sind ja keine Heimspiele, es sind eigentlich Auswärtsspiele für beide Teams und da hat Paris mit 2 Siegen und einem Unentschieden in der Gruppenphase hier ein wenig besser performt als Atalanta, die halt hier sowieso auch schon eigentlich dran gewohnt waren, weil sie auch die Heimspiele in Mailand ausgetragen hatten. Aber nichtsdestotrotz ist das hier wirklich extrem David gegen Goliath. Vielleicht das größte oder die größte Differenz, an, was die Qualität betrifft. Und dafür finde ich die Quoten eigentlich ziemlich schwach oder ziemlich eng beieinander. Also ein Auswärtssieg von Paris Saint-Germain mit einer Zweierquote. Vielen Dank, oder? Ja, also ich wüsste jetzt auch nicht, was man hier weitermachen soll. Ich würde es Paris vor allem gönnen, denn ich mag den Tuchel und sie haben auch mal verdient, ins Halbfinale zu kommen. Haben jetzt, glaube ich, zum ersten Mal die Gruppenphase schon geschafft, beziehungsweise besser gesagt ins Viertelfinale gekommen. Aber ja, locken wir die Quote ein, oder? Ja, auf jeden Fall. Und ja, die Pariser sind ja, auch ein talentiertes Team. Also müsste man denen was gönnen, der Scheichtruppe mit den Milliarden auf dem Konto. Aber gut, sie haben Kylian Mbappé, einen der besten Spieler der Welt, vielleicht der beste aller Zeiten, bald in 10, 20 Jahren. Also ich bin ein riesen Fan von ihm, also selten so einen schnellen Spieler mit Ball am Fuß gesehen. Und allein der kann Atalanta natürlich zerstören. Jetzt müssen wir natürlich dann schauen, ob es hier vielleicht bei Übertore noch irgendwas Interessantes gibt. Denn wir wollen ja hier nicht schon nach 3 Minuten mit diesem einzigen Tipp das Video beenden, oder? Also hier über 2,5 Tore, 1,55. Das ist immer so sehr unattraktiv. Und auch wenn man ja sagt, über 3 Tore. Natürlich können beide Mannschaften Tore schießen, das weiß man, aber gerade da ist Paris eigentlich immer ein bisschen so, dass, wie man es eher nicht erwarten würde. Die haben eine sehr, sehr gute Defensive und ja. Tuchels Strategie ist wahrscheinlich, die Defensive gewinnt die Champions League vielleicht, ja, aber erstmal dieses Spiel. Hinten keins kassieren und vorne durch die individuelle Klasse eins machen, also das macht ja auch definitiv Sinn bei dem Kader und vor allem, weil es kein Hin- und Rückspiel gibt. Also aus taktischer Natur kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendeins der Team, aber vor allem nicht Paris, irgendwie großartig da anstürmen wird. Es ist ja letztendlich für alle so, sie sind 3 Siege vom Finale entfernt, beziehungsweise vom Sieg. Radek, was willst du sagen? Warum bist du... Ja, immer wenn ich mich so einblende, dann will ich auch was sagen. Deswegen habe ich es mal gemacht, um das Wort zu ergreifen. Denn wir haben ja früher immer so Ergebnistipps auch gemacht. Und ich finde, wir sollten das zum Viertelfinale jetzt wieder mal aufleben lassen. Du gegen mich, Mann gegen Schwein. Und so lasse ich dir den Vortritt. Wie viele Tore schießt deiner Meinung nach Atalanta hier?
Na gut, ich weiß ja, wie es ausgeht. 2-0 für Paris, also 0. Oh, okay. Ich würde sagen, Atalanta trifft einmal und Paris vielleicht sogar dreimal. Also ich denke hier schon, auch ein Handicap auf Paris wäre vielleicht eine niedrigere Einheit wert. Leider war ich jetzt hier auf dem falschen Bildschirm, deswegen, wenn ich jetzt hier auf Ergebnis 3-1 gehe, kriege ich eine 14,5er-Quote. Das ist jetzt nur unser internes Tippspiel. Ihr könnt gerne eure Tipps auch in die Kommentare schreiben. Und dein Tipp mit 2-0 gebe eine 13er-Quote, fast ähnlich. Also beides hätte auch das Asian Handicap minus 1 drin oder minus 1,5 sogar. Deswegen ja, sollten wir hier auf jeden Fall auch darauf nochmal einen Blick werfen. Wenn man der Meinung ist, Paris gewinnt dieses Spiel und dann auch mit 2 Toren Vorsprung, kriegt man hier eine 3,35er-Quote. Könnte man mit 0,3 Einheiten auf jeden Fall auch spielen, denn dann hätte man ein geringeres Risiko, aber eine Einheit zu gewinnen ist doch immer schön. Ja, ich habe sogar noch eine Wette, die ich sehr, sehr attraktiv finde. Ich kann mir schon vorstellen, dass das Spiel nach 90 Minuten 0-0 steht. Dann würde ja mein Tipp vielleicht trotzdem möglich sein mit einem 2-0-Sieg in der Verlängerung. Aber wer kommt weiter? Paris hat da eine 1,5er-Quote. Und ich sehe bei den vielen, vielen Möglichkeiten, die es in diesem Spiel gibt, keine Chance irgendwie, dass Atalanta weiterkommt. Finde ich jetzt nicht ganz so uninteressant, aber ja, ich freue mich auch auf unser Tippspiel. Mal schauen, wer da dran ist. Wundert mich tatsächlich, dass eine 2-0 auch eine 13er-Quote gibt. Hätte gedacht, ein 3-1 ist viel, viel abwegiger. Mhm. Aber okay, die Buchmacher werden es wissen. Von daher, wir freuen uns auf die Champions League und dann loggen wir nochmal unseren generellen Tipp, wie gesagt, am Anfang ein. Paris für eine Quote von 2. Genau, also wie gesagt, postet auch eure Tipps, dann machen wir hier ein Ortspedia-internes Tippspiel zu diesen restlichen K.O.-Spielen in der Champions League. Ich freue mich auf jeden Fall auf dieses Spiel und auf alle noch kommenden. Bis morgen!